Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Slenderman-Mod für die Minecraft-Version 1.4.2. So, ja, der Mod, sagt doch schon alles, der Titel Slender, wer es nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Ja, ich mache auch eigentlich Let's Plays dazu, aber irgendwie funktioniert es in letzter Zeit nicht mehr. Ich klicke auf Launch und dann funktioniert es nicht mehr. Wenn einer von euch das weiß, warum das so ist, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem und weiß die Lösung. Ja, gut, der Mod, der fügt euch einfach zwei neue Items hinzu. Einmal diese Page Detector und einmal diese Book of Notes. Diesen Page Detector könnt ihr craften und diese Book of Notes nicht. Was für einen Sinn dieses Book of Notes hat, weiß ich nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man den Page Detector craftet. Ihr platziert jetzt einfach die ganzen Items, so wie ich das jetzt tue. Ich will das jetzt nicht so erklären. So, und ihr bekommt diesen schicken Page Detector. Was der euch macht, hier schon unten steht 8 Page Remaining. Wie halt im Wald bei dem ersten Teil von Slender muss man halt 8 Seiten sammeln. Und wenn man den halt in der Hand hat, dann blinkt das halt rot auf, wenn Seiten in der Nähe sind. Aber das ist einfach hier in der Map nicht so gut. Deswegen, ich habe eine andere Map runtergeladen. Der Link wird natürlich auch in der Beschreibung sein. Was soll ich machen? Da ist Singleplayer. Und das ist die Map. So, und hier sind auch Seiten. Und er zeigt mir an, hier sind Seiten. Im Creative Mode lässt der Slenderman euch einfach in Ruhe. Ich weiß gar nicht mal, wo der ist. Natürlich gehen wir in den Survival. Und der Page Detector zeigt mir das halt an. Wenn das halt so länger das blinkt, ist so besser. Rechtsklick machen. Und dann bekommt ihr die Seite auch schon. Halt, der Slenderman, der teleportet sich bei diesem Mod nicht. Sondern der läuft euch hinterher. Aber ja, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Es ist trotzdem ein super. Wirklich ein super Mod. Irgendwo hier müssen noch welche sein. Ja, aber wie gesagt, nee. Hier nicht. Ja, ich frage mich gerade schon, wo der ist. Hier vielleicht. Also wie gesagt, holt euch auf jeden Fall den Mod, wenn ihr auf sowas steht. Dann, ja. Ist alles gut, weil das ist echt wirklich ein sehr cooler Mod. Es bringt nichts, wenn ihr hier auf Tag macht. Das hier ist irgendwie zugebaut oder so. Die Map, ich habe noch nicht genau Wow! Wow, wow, wow. Ja, wie man gesehen hat, gerade schon dieses Flimmern kam da schon. Der läuft mir jetzt hinterher. So, ich mache jetzt mal einen Ton lauter, damit man das besser hört. So, ich achte jetzt nicht auf die Seiten, ich will erstmal wegrennen. Ja, da hinten war der. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gesehen habt. Jo, auf jeden Fall. Ist wirklich ein sehr, sehr cooler Mod. Ist jetzt zwar nicht so. Ja, Angst hat man, habe ich allgemein bei dem Spiel nicht. Oder auch bei dem Mod nicht. Aber man erschreckt sich einfach. Und dafür hat man halt einfach ein bisschen Schiss. Also ist bei mir zumindest so. Ich erschrecke mich einfach, ja. Gut, ja, das war's dann jetzt mit dem Ingame-Part. Ich will jetzt nicht erschreckt werden, deswegen mache ich jetzt einfach Schluss oder ich laufe dem jetzt einfach mal entgegen. Hört ihr das? Hört ihr das? Dieses Dröhnen. Boah, ich hasse diese Spannung so und dann. Ach, egal. Aber dieser Page Detector ist auch echt cool, finde ich. Das macht das auch Spielen auch viel einfacher. Und ja, ich finde einfach mit Page Detector, auch wenn es jetzt nicht das richtige Slender ist, finde ich es einfach besser. Ich weiß auch nicht warum. Ja, komm her. Komm. Ja, und so hat er mich. Ja, komm. Sogar die gleichen Töne. So, ich bin gestorben. Hier steht sogar Brocky Elf was being taken by the Slenderman. Das finde ich auch richtig cool. Jo, ist wieder hier. Okay, egal, ich zeige euch dann jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Slender Mods. Ja, ihr braucht diese beiden Dateien. Ja, jetzt habe ich wieder mein Design geändert. Auf jeden Fall braucht ihr die Minecraft Forge, immer die neueste. Und den Slender Mod. Das ist nicht die neueste Version von Slender Mod, weil die neueste nicht funktioniert. Zumindest nicht bei mir. Ja, klickt dann einfach bei beiden hier auf Download. Wenn einzig von euch.
eins von euch nicht funktioniert, geht dann einfach auf diesen Link und dann ist das so ein Type Download und dann müsst ihr einfach ausprobieren. Ich habe die zweitneueste Version. Gut, dann öffnet ihr einfach mit Start und das Fenster Ausführungen, gibt dort Prozent App Data Prozent ein, geht dann in euren .Minecraft Ordner, dann in euren Bin Ordner und macht einfach einen Rechtsklick auf eure Minecraft Jar, öffnen mit WinRAR Archiver. So, dann müssen wir das minimieren, da brauchen wir nämlich gleich noch. Dann gehen wir in den Meta, löschen wir als erstes natürlich den Meta Info Ordner. So, gehen in die Minecraft Forge. Hier ist auch ein Meta Info Ordner drin, diesen aber nicht löschen. So, dann zieht ihr einfach alles von der Minecraft Forge rüber. Dann können wir die Minecraft Forge und die Minecraft Jar schließen. Gehen wieder in den Punkt Minecraft Ordner, gehen hier zurück. Dann könnt ihr Minecraft einmal starten. Dann bildet sich hier ein Mods Ordner oder ihr bildet den einfach manuell. Geht dann in den Mods Ordner rein und zieht diese Jar, also diese ZIP-Datei, einfach hier rein. So, dieser Ordner wird sich erst bilden, wenn ihr gespielt habt. Da speichert ihr nämlich ab, wie viele Seiten ihr gesammelt habt und so. Ja, und auf jeden Fall noch mit der Map. Weil ich weiß sonst nicht, wie man das macht, dass es ohne Map, dass der da spawnt und da Seiten generiert werden. Und auch auf der Map macht das viel, viel mehr Bock. Also, ja, ladet euch auf jeden Fall die Map runter. Und das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Schreibt einfach in die Kommentare, wie der Mod euch gefällt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, kommentieren, masturbieren, abonnieren und Hände über die Bettdecke und ciao, Leute.